Halo, guten Tag, dobrodan, dobrodošli u novu video lekciju. Danas ćemo se malo raspričavati, zapričavati, a tema su nam pridevi. Dakle, izvojila sam neke prideve i mi ćemo na njih davati rečenice, vidjeti kako se oni koriste. Za danas sam napravila veći spisak, ali sam pročitala samo 20, čisto da možete da odredite njih za ovih nekih 17 minuta koliko traje video, pa ćemo nastaviti u narednoj lekciji. Krećemo odmah. Pridev broj 1 je fry. Fry ili besetzt. Dakle, frei znači slobodan. Besetzt znači zauzet. U smislu isti za plac frei. Da li je mesto slobodno? Isti za plac frei. Nein. Ist besetzt. Ne, nije slobodno mesto. Zauzeto je neko već tu sedi. Ist dieser Platz frei? Nein, pošto je plac, der Platz, muškog roda, ist besetzt. Der Platz ist besetzt. Ist besetzt. Ok. Broj 2. Bekannt, unbekannt. Bekannt, unbekannt. Also, bekannt može biti neka osoba, no može biti bekannt ili unbekannt ili neka stvar, neka pesma. Also, der Bekannte auch je poznanik, die Bekannte poznanica i potiče, kao što vidimo, od glagola kennen, jer kennen je znati, poznavati nekog. Gekannt je particip 2, tako da je bekannt nešto što poznajemo, nešto što znamo. Možemo jednostavno pitamo, ist es dir bekannt? Da li ti je to poznato? Ist es dir bekannt? Nein, es ist mir unbekannt. Ist es dir bekannt? Nein, es ist mir unbekannt. Onda možemo da idemo na broj 3, a to je bright und eng. Bright und eng. Zum Beispiel die Hose oder die Jacke ist mir. Die Jacke ist mehr zu eng. Sie passt mir nicht. Dakle, jakna mi je suviše uska, ne odgovara mi. Die Jacke ist mir zu eng. Sie passt mir nicht. Sie, jakna, die Jacke, passt mir nicht. Sie ist mir zu eng. Breit, širok. Zum Beispiel lächeln. Jedna rečenica pozdravila ga je sa širokim osmehom. Sie hat njega in mit einem breiten Lächeln begrüßt. Sie hat ihn, ona je njega, mit einem breiten Lächeln, sa jednom širokim osmehom, begrüßt. Pozdravila. Zatim imamo klar in unklar. Klar in unklar. Alles klar. To znamo. Alles klar. Kad neko kaže, dakle, da li razumeš, da li je sve jasno. Alles klar. Es ist mir noch unklar. Zum Beispiel. Wie man dieses Wort ausspricht. Alles klar, sve jasno. Es ist mir noch unklar, wie man dieses Wort ausspricht. Još uvijek mi nije jasno kako se izgovara ova reč. Es ist mir noch unklar, wie man dieses Wort ausspricht. Laut i leise. Laut i leise. Sie spricht. Immer laut. Und das nervt mich. Ona uvek govori laut. Sie spricht immer laut und das nervt mich. Das nervt mich. Ich mag das nicht. Sie spricht immer laut. Und leise, leise die Musik. Die Musik war leise.
Ich konnte sie nicht gut hören. Muzika je bila tiha i nisam mogao dobro da čujem pesmu. Die Musik war leise. Ich konnte sie nicht gut hören. Ili možemo reći die Musik war laut. Ich konnte sie nicht hören. U smislu muzika je bila glasna i nisam mogao tu neku osobu dobro da čujem. Die Musik war leise, ich konnte sie nicht gut hören. Die Musik war laut, ich konnte sie nicht gut hören. Angenehm, unangenehm, znači nešto je prijatno ili je unangenehm. Nije prijatno, also der Spaziergang war sehr angenehm. Der Spaziergang, šetnja, je bila veoma angenehm. Der Spaziergang war sehr angenehm. Und unangenehm ist es, wenn es zum Beispiel zu windig ist. Also es war windig und der Spaziergang war unangenehm. Bilo je vetrovito i hladno. Es war windig und kalt und der Spaziergang war unangenehm. Es war nicht angenehm. Dick und dünn. Dick und dünn. Zum Beispiel eine Person kann dick oder dünn sein. Oder ein Buch, ein Teppich. Also dieses Buch ist dünn. Ich werde es schnell lesen. Dieses Buch ist dünn. Ich werde es schnell lesen. Natürlich, ova knjiga je tanka, brzo ću pročitati. Dieses Buch ist dünn. Ich werde es schnell lesen. Ist dick und muss weniger essen. Ist sehr dick. Muss weniger essen. Der Böhm mora manje da jede. Dalje imamo freundlich und unfreundlich. Ich habe einen neuen Nachbarn. Und ist zum Glück sehr freundlich zu mir. Ich habe einen neuen Nachbar. Nachbar je imenica koja pripada na n deklinaciji, znači svugde ima n, iako je jednina, osim u nominativu. Ich habe einen neuen Nachbarn und ist zum Glück sehr freundlich zu mir. Ist sehr freundlich zu mir. Und sie waren sehr unfreundlich und ich bin früh nach Hause gegangen. Bili su neljubazni i rano sam otišao kući. Sie waren sehr unfreundlich und ich bin früh nach Hause gegangen. Ich bin früh nach Hause gegangen. Anwesend und abwesend, znači prisutan i odsutan. Znači, ist sehr anwesend, prisutan, abwesend, odsutan. Fizički ili psihički. Wer ist heute abwesend? Tom ist heute abwesend, weil krank ist. Znači danas je odsutan jer je bolestan. Tom ist heute abwesend, weil krank ist. Offen und geschlossen. Offen. Glagol je öffnen, a pridev je offen. Glagol je schließen i ovde particip 2. Geschlossen, geschlossen. Also ist das Geschäft offen
ist das Geschäft jetzt offen? Ich wollte etwas kaufen. Leider, es ist geschlossen. Ist das Geschäft jetzt offen? Ich wollte etwas kaufen. Da li je prodavnica sada otvorena? Žele sam nešto da kupim. Leider, es ist geschlossen. Nažalost, leider, es ist geschlossen. Nažalost, je zatvoren. Bequem, unbequem. Bequem, unbequem. Ich habe neue Schuhe gekauft. Ich habe neue Schuhe gekauft. Warum trägst du sie nicht? Kupiješ nove cipele? Ich habe neue Schuhe gekauft. Warum trägst du sie nicht? Zašto ih ne nosiš? Sie sind unbequem. Neudobne su. Sie sind nicht bequem. Sie sind unbequem. Ich habe neue Schuhe gekauft, aber ich trage sie nicht, weil sie unbequem sind. Optimistisch, pessimistisch. Jasno je šta je i ko je šta. Jeste optimistisch oder pessimistisch. Viel und wenig. Viel und wenig. Man muss viel lernen. Wenn man will, eine Fremdsprache beherrschen. Man muss viel lernen, wenn man will, eine Fremdsprache beherrschen. Dakle, moramo mnogo da učimo ako želimo da savladamo jedan strani jezik. Man muss viel lernen, wenn man will, eine Fremdsprache beherrschen. Und er lernt nur ein wenig. Anuči samo malo. Er lernt nur ein wenig. Er lernt nicht viel. Klug und dumm. Klug und dumm. Ich habe etwas Dummes gemacht. Ovdje smo dumm iskoristili kao imenicu sa S i veliko slovo onda. Nešto glupo. Ich habe etwas Dummes gemacht. Das war sehr dumm von dir. Das war sehr dumm von dir. To je baš bilo glupo od tebe. Das war nicht klug von dir. To nije bilo pametno. Ich habe etwas Dummes gemacht. Ja, das war sehr dumm von dir. Es war nicht klug von dir, das zu machen, das zu sagen. Da to kažeš, oder da to uradiš. Eckig und rund. Znači, na uglove ili okrugo. Ich hab einen runden Tisch. Jedan okrugao sto. Ich hab einen runden Tisch. Ich hab einen eckigen Spiegel. I jedno kocko sto gledalo. Ich hab einen runden Tisch und einen eckigen Spiegel. Ecke, an der Ecke, kažemo na uglu, na ćošku, eckig. Teuer und billig. Ich hab ein teures Restaurant besucht. Posjetio sam. Ich habe ein teures Restaurant besucht und das Essen war nicht billig. Logisch. Logisch. Ich habe ein teures Restaurant besucht und das Essen war nicht billig. Voll und leer, voll und leer. Mein Akku ist leer. Prazna mi baterija. Mein Akku ist leer. Und der Bus ist immer voll. Ovaj autobus je uvijek pun. Dieser Bus ist immer voll.
voll. Vorsichtig, unvorsichtig. Znači, fahr vorsichtig, voži pažljivo. Fahr vorsichtig, fährt immer unvorsichtig. Vozi nepažljivo. Fahr vorsichtig, fährt immer unvorsichtig. Warm und kühl, kao i heiß und kalt. Heiß i kalt su vrući i hladno. Warm und kühl su toplo i prohladno. Es ist warm heute, zum Beispiel. Es ist warm. Jetzt, aber es wird kühl am Abend. Ali postoje hladno uveče. Es ist warm jetzt, aber es wird kühl am Abend. A heiß und kalt, znači hier, ist im Sommer immer heiß. Ovdje je leti uvek vruće. Hier ist im Sommer immer heiß. Hier ist im Sommer immer heiß. Ich möchte etwas Kaltes, možda na primjer opisanim etwas Dummes, etwas Kaltes zu trinken. Nema zu, pošto je model. Ich möchte etwas Kaltes trinken. Želim bi da popijem nešto hladno. Etwas Kaltes. Ili heute ist es nicht kalt, also du brauchst keinen Mantel, ne treba ti kaput. Heute ist es nicht kalt, du brauchst keinen Mantel. Ok, krenuli smo se, zapričavamo sa pridevima, pa se nastavljamo u sljedećoj lekciji. Bye, tschüss!